Herzlich willkommen bei mir der Kirche ums Dorf. Schön, dass Sie da sind. Heute aus Weißenheim am Sand und Weißenheim am Berg. Wir feiern heute den 5. Sonntag in der Passionszeit, auch Judika genannt. Dieser Sonntag befasst sich mit der Gerechtigkeit. Wir haben nicht nur einen liebenden Gott, sondern manchmal ist unser Gott auch hart. Es war hart, was er von seinem Sohn verlangt hat. Durch seinen Leidensweg dient Jesus Christus den Menschen, indem er ihnen den Weg zu Gott neu eröffnet. In diesem Zusammenhang stehen die Texte des heutigen Sonntags. Sie erzählen von der Hingabe des Liebsten, Hingabe des Lebens an Gott und die Menschen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, aus Liebe zur Welt hat dein Sohn sich dem Tod ausgeliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben, aus ihr leben und einander dienen, wie er uns gedient hat. Er lebt und wirkt mit dir und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unterschied eines weltlichen Priesters
und Jesus Christus als Hoherpriester. Nun, da gibt es grundsätzlich Unterschiede. Jesus, er ist von Gott berufen, er ist ohne Sünde, er ist zwar menschlich, in seinem irdischen Leben, so wie wir es sind, auch geworden. Aber in seinem späteren, seinem göttlichen Leben ist er ein Priester in Ewigkeit. Und das ist kein von den Menschen eingesetzter menschlicher Priester. Niemals. In Ewigkeit, das gibt es für einen Menschen, dieses Amt für einen Menschen gibt es nicht. Der von Menschen berufene Priester hat auch Sünde. Er hat Sünde und versteht deshalb uns Menschen gut, da wir auch alle Sünde haben. Aber es ist eben ein menschlicher Priester, ein Priester auf Zeit. Warum ist nun diese Aussage des Textes für uns wichtig? Glauben wir an Jesus? Vertrauen wir ihm als dem ewigen hohen Priester, dem von Gott berufenen Priester? Dann kann er auch unsere Sünden vergeben. So wie wenn wir einen Anwalt bräuchten, wenn wir vor dem Hohen Richter am Ende unseres Lebens angeklagt werden, dann brauchen wir einen, der uns hilft, uns verteidigt. Und wenn wir zum Beispiel 95% gut sind, der uns die 5% an Sünde vergibt, sodass wir vor Gott bestehen können und auch in Gottes ewiges Reich aufgenommen werden. Liebe Gemeinde, Jesus ist für uns eine Brücke zu Gott, vom irdischen Leben zu unserem späteren ewigen Leben, indem er uns hilft, hineinzukommen, so dass wir an seiner Seite bestehen im ewigen Reich. Und diese Zusage, dass wir ins ewige Leben kommen, das hat er uns gesagt in dem Satz: Ich lebe und ihr sollt auch leben. So wie es bei unserem Text im Vers 9 heißt: Ich bin der Urheber des ewigen Lebens. Ich bin der wahre hohe Priester. Ich hole euch zu mir und zu meinem Vater in unser ewiges Reich. Amen. Thank you.
Wir wollen Fürbitte halten. Dein Weg zu uns, guter Gott, ist der Weg Jesu. Ein Weg durch die Ungerechtigkeiten und das Leiden dieser Welt hindurch. Hilf uns, diesen Weg zu finden. Stärke uns, ihn zu gehen im Heiligen Geist. Guter Gott, du stehst an unserer Seite, so wie du deinen Sohn auch im Sterben nicht alleine gelassen hast. Sei bei uns mit deinem liebevollen Wort und schenke uns hoffnungsvolle Gedanken. Wer seine Hoffnung auf dich setzt, braucht sich keine Sorgen zu machen. Dennoch fällt es uns schwer, der Zukunft gelassen entgegenzusehen. Wir bitten dich für uns und für alle, denen beim Denken an die Zukunft Angst wird. Wir bitten dich um Kraft, Mut und Glauben. Sei bei uns in unserem Suchen und Sehnen nach deiner Nähe, die du uns verheißen hast. Amen. Und weiter beten wir mit den Worten, die uns der Herr selbst zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie behütet unter dem Segen unseres Herrn. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.